Hallo und guten Morgen. Herzlich willkommen bei PAIRA, der Gesellschaft für politisches Wagnis. Herzlich willkommen zur 40. PAIRA-Matinee mit Professor Uffe Jensen zum Thema Zornpolitik, wie Emotionen unsere Gegenwart bestimmen. Also, ihr seid ja alle im Twitter und so weiter, in Social Media unterwegs. Da gab es ja gestern wieder die großen Aufreger wegen eines alten Mannes, den man eigentlich ungern in der Politik sieht. Aber so ist es eben. Also, Emotionen bestimmen unsere Gegenwart. Vielen Dank, Herr Professor Jensen, dass Sie heute bei uns sind, um mit uns in Zeiten der Rückkehr gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit über die Bedeutung von Gefühlen in der Politik zu reden. Zunächst wenige biografische Angaben zu Ihrer Person. Es gäbe da sehr viele, aber ich habe mir zwei, drei eben rausgenommen. Sie sind 1969 in Schleswig-Holstein geboren, studierten Geschichte, Politikwissenschaften und Philosophie in Kiel, Jerusalem, Berlin und New York. Sie wurden 2003 an der TU Berlin mit einer Dissertation promoviert, die das Verhältnis von bürgerlichen Juden und Protestanten im 19. Jahrhundert untersuchte. Schließlich legten Sie an der FU Ihre Arbeit zur Globalgeschichte der Psychoanalyse vor und wurden mit dieser Arbeit habilitiert. Ihre aktuellen Forschungen beschäftigen sich mit der Geschichte des modernen Antisemitismus, der modernen deutsch-jüdischen Geschichte. Und das ist, denke ich mal, dann wohl doch auch der aktuelle Schwerpunkt der visuellen Emotionsgeschichte. Dann kommt dazu natürlich der Geschichte der Psychoanalyse sowie mit der deutschen und europäischen Geschichte der Neuzeit. Seit 2017 sind Sie Professor am Zentrum für Antisemitismusforschung. Das Zentrum für Antisemitismusforschung ist nicht 1946 gegründet worden, was eigentlich ja naheliegend gewesen wäre. Auch nicht 1950, auch nicht 1970, sondern an der Wende zwischen 79 und 80. Also sehr, sehr spät. Aber immerhin wurde es gegründet. Und Sie haben dort jetzt die Möglichkeit, die Forschung mit visuellen Quellen, mit sehr vielen visuellen Quellen, neu auszurichten und antisemitische Gefühle systematisch zu untersuchen. Das ist eine erste Frage. Passiert das nur an diesem Zentrum oder inzwischen doch auch weltweit öfter, weil ja eigentlich sozusagen das Bild des Juden, der Juden in Bildern, in Grafiken und so weiter sehr prägend ja ist. Der Text sowieso von und über Juden, aber das Visuelle auch. Wie sieht das da aus in der Quantität? Also es gibt verschiedene Orte, an denen das gemacht wird, sind allerdings oft Einzelpersonen. Es gibt eigentlich keine so systematisch. Es gab auch schon Vorläufer am Zentrum vor mir. Es ist kein völlig neuer Forschungsgegenstand. Aber die antisemitischen Bilderwelten sind ein bisschen aus dem Gedächtnis verschwunden. Sie sind ein bisschen weniger präsent heutzutage. Ich glaube, sie kommen im Moment durch das Internet und die Social Media wieder, aber nach 1945 ist da eine Tradition dieser Bilder abgebrochen, sodass es für viele Antisemitismusforscher lange Zeit sinnvoller erschien, Texte zu bearbeiten. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, dass gerade um die Bedeutung von Emotionen in antisemitischen Vorurteilen rekonstruieren zu können, auch das Bildergedächtnis sehr wichtig ist. Und ich habe den Eindruck, man kann jetzt zum Beispiel in Ungarn oder in Polen schon so erste Versuche auf rechtsnationalen oder
rechtsextremen Seiten sehen, dass diese Bilder werden, Welten wieder angezapft werden. Insofern ist es auch immer ein bisschen ein neues Thema, glaube ich. Ja, Sie haben ein wunderbares Buch 2017 vorgelegt. Das ist auch unser Titel eben, Zornpolitik. Dort werden natürlich alle die Dinge, die zu diesem Thema Gefühle, Emotionen abgehandelt, Ressentiments, der Ekel, Hass und Verachtung und so weiter. Das Schöne daran ist, dass es nicht nur nochmal eine neue Auseinandersetzung mit diesen Begriffen ist, sondern das Schlusskapitel geht darauf ein, was in der Wissenschaft ja nicht immer so der Fall ist, dass sie plötzlich auch politisch wird, erstaunlicherweise. Aber Sie gehen hier darauf ein und sagen und schreiben etwas über die Krise politischer Emotionen. Also das ist eben der Zusammenhang zu unserem Thema heute. Und was mich dann allerdings wunderte, auf der Rückseite gibt es noch mal ganz wenige Bemerkungen zum Thema der Gefühle. Und der Schlusssatz heißt dann, wir sollten mehr über sie herausfinden, wir sollten sie befragen, mit ihnen umgehen. Kurz, wir brauchen eine Praxis der Gefühle. Ja, jeder bestätigt das, glaube ich. Trotzdem frage ich diese Frage, weil sie für mich jetzt auf so einem Band 2017 erschien, eigentlich überflüssig erscheint. Es sollte doch die Praxis der Gefühle längst geben. Oder verdrängen wir das gerne und schreiben wir nur über Rationales, lieber Herr Jensen? Ja, ich glaube, dass man sich dessen ein bisschen weniger bewusst gewesen ist. Gerade im politischen Feld hat man sich auf rationale Erwägungen, auf Sachzwänge, auf Interessen, Ausgleichung, Kompromiss konzentriert bis zu einem gewissen Grad, was auch alles sehr sinnvolle Tätigkeiten sind, da habe ich nichts dagegen. Und ich glaube, dass auch vielen in der Politik in den letzten Monaten und Jahren plötzlich wieder klar geworden ist und auch vielen Bürgern, dass man offensichtlich mit vielen Emotionen gerade wieder konfrontiert wird, dass die Bevölkerung massiv unzufrieden sich äußert und man plötzlich mit einer ganz neuen Qualität umgehen muss. Das spiegelt sich auch in vielen Gesprächen, die ich mit Politikern habe oder mit einigen Gesprächen, die ich mit Politikern habe, dass sie da schon einen Ansatzpunkt finden. Wenn man jetzt die Forschung nimmt, das hatte ich im Vorgespräch schon kurz gesagt, es ist erstaunlich, natürlich gibt es seit Aristoteles oder noch viel früher philosophische und auch sonst wie psychologische Überlegungen zu Geschichte oder zur Wirksamkeit von Emotionen. Das ist natürlich kein neues Thema, es wäre ja auch totaler Quatsch, das zu behaupten. Aber diese Thematisierung hat Wellen und wenn man sich zum Beispiel die Debatten in der Psychologie anguckt, nach dem Zweiten Weltkrieg ist mit Sicherheit eine eher kognitivistische, also eher auf rationale Erwägungen konzentrierte Forschung vorherrschend gewesen, sodass man heute, und jetzt seit 10, 15, 20 Jahren kommen Emotionen als Thema auch in der Psychologie, auch durch die Neurowissenschaft viel stärker wieder, sodass ich jetzt nicht sagen würde, wir müssen alles neu entdecken, aber wir, glaube ich, müssen ein bisschen rekonstruieren, was da an Material schon vielleicht da war. Ich beziehe mich sehr stark auf Debatten im frühen 20. Jahrhundert und ich glaube, dass wir die für unsere politische Welt, aber auch für unseren Alltag durchaus wieder neu entdecken können. So, und nun dürfen Sie, was ich Ihnen ja offeriert habe bei der Einladung, den roten Faden nochmal auslegen, das war ja hier mehr oder weniger ein Warming-up, zu Ihrem Thema, zu unserem Thema, nämlich der Zornpolitik. Sie haben dafür rund 30 Minuten Zeit und wir freuen uns. Ja, ich dachte, also das Buch ist ein bisschen auch so aufgebaut und ich versuche auch selber als Historiker oft so zu arbeiten. Als Historiker hat man ja den Vorteil gegenüber Sozialwissenschaftlern zum Beispiel, dass man Geschichten erzählen darf. Also ich glaube das wenigstens. Es gibt Kollegen, die das
bezweifeln, aber ich erzähle gerne Geschichten und das Buch fängt auch häufig, oder die Kapitel fangen häufig mit einzelnen Beispielen an. Und ich würde deswegen auch, ich hoffe, es stört Sie nicht, ganz kurz eine kleine Geschichte vorstellen, die auf einem Video basiert. Das haben auch andere Referenten schon gemacht. Ah, okay, gut. ja, und das ist das Kapitel Ressentiment, der Anfang des Kapitels über das Ressentiment. Die Stimme der Demonstranten bebt. Wir sind Nazis, wir sind alles. Ich zitter, ich will mich heute abreagieren. Vor der Dresdner Frauenkirche hatte sich am Morgen des 7. Februars 2017 eine kleine Traube von Menschen gebildet, in deren Zentrum versuchte der sächsische SPD-Vorsitzende, Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Neben der Frauenkirche wird wenig später der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert ein Denkmal einweihen. Auf dem Dresdner Neumarkt ragen drei Nahverkehrsbusse senkrecht in die Luft. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern. Das erinnerte, also dieses Mahnmal dieser drei Busse erinnerte an eine Barrikade, die in Aleppo während des syrischen Bürgerkrieges errichtet worden war. Und dies war jetzt als Mahnmal, um zu erinnern, dort in Dresden aufgebaut worden. Ich hatte gesagt, Anfang Februar, das heißt ein sehr geschichtsträchtiger Moment, nämlich jedes Jahr, wie Sie wissen, jährt sich die verheerende Bombennacht oder die Bombennächte auf Dresden am 13. Februar. Und in diesem Zusammenhang war eben diese Installation von einem deutsch-syrischen Künstler namens Manaf Halbuni, erstellt worden. Und das erregte, wenn Sie dieses Video, können Sie im Netz noch finden, die Leute sehr. Wie das entsprechende Video zeigt, begegnet Duli an genau dieser Stelle der Demonstrantin. Sie ist außer sich. Das Busdenkmal nennt sie schlecht, abartig und schlicht Kacke. Ich finde es unmöglich, bekennt sie. Ich könnte heulen. Sie unterscheidet strikt nach wir und ihr, als sie Dulig entgegenhält. Euch meine ich, euch Obersten, alle. Besonders verletzt zeigt sie sich durch den Nazi-Vorwurf, der gegen die Dresdner Bürger erhoben wird, seit die Pegida-Demonstrationen dort stattgefunden haben. Sie erwähnt auch direkt dabei Sigmar Gabriel, der diese Demonstranten als Pack bezeichnet hatte, als rechtes Pack. An einer Stelle identifiziert sie sich selbst mit den so Angegriffenen. Ich bin Nazi übrigens, zeigt auf sich. Ich gehe auch zu Pegida. Dulig, ich. Frau, da stehe ich dazu. Dulig möchte mit Ihnen ja gerne unterhalten. Frau, falls Ihnen jetzt schlecht wird. Der Kontrast zwischen der ehrwürdigen Frauenkirche und dem Busdenkmal beschäftigt die Demonstrantin sehr. Sie wechselt ständig mit ihren Blicken und mit den Gesten hin und her. Und sie erregt sich über die Parallelität dieser beiden Kriege und auch der Opfer. Das kann sie nicht einsehen. Ihr Gespräch mit dem Minister ist eigentlich keins, obwohl sich die beiden in Worten und Gesten aufeinander beziehen, sich gegenseitig adressieren und sogar die Gesprächsführung selbst thematisieren. Dies liegt vor allem an der Verweigerung der Frau. Dulig geht einen Schritt hinter ihr her. Warum wollen Sie ja denn jetzt nicht mit mir reden? Demonstrantin zuckt mit den Achseln. Ja, weil es keinen Sinn hat. Dulig, ach so. Frau, Sie verstehen mich nicht, ich verstehe Sie nicht und darum ist es sinnlos. Dulig, ja warum? Ich versuche es die ganze Zeit und Sie bauen sich da eine Schutzmauer auf. Des, Frau, unverständliches Wort, das klappt nicht. Sie winkt ab und schüttelt den Kopf. Ich glaube, dass sich anhand dieses Videos durchaus einige Probleme der politischen Kommunikation im gegenwärtigen Deutschland studieren lassen. In dem knapp 4 Minuten Gespräch oder diesem Video misslingt nicht nur die Verständigung über Inhalte, beide Seiten können sich noch nicht einmal über die Bedingungen eines gemeinsamen Gesprächs einigen. Sehen Sie, ruft die Demonstrantin, und das können Sie schön im Fernsehen wieder zeigen, die reden ja nicht mit mir. Durchgängig monologisiert sie, reiht Satz an Satz, schimpft, gestikuliert und hört nur gelegentlich Herrn Dulig zu, vor allem um Stichworte für weitere Vorwürfe zu erhalten. Seinen fast flehentlichen Wunsch nach einem Gespräch lehnt sie durchgängig ab. Aber kann man sagen, dass die Kommunikation zwischen den beiden eigentlich scheitert? Könnte man ja denken, dass kein Gespräch zustande kommt.
Wir können annehmen, dass die Frau in einem anderen Zusammenhang durchaus in der Lage wäre, ein wechselseitiges und gleichberechtigtes Gespräch zu führen. Die Schwierigkeiten haben offenkundig nichts mit dem Inhalten der Gespräche zu tun, da solche kaum ausgetauscht werden, obwohl Dulich versucht, inhaltlich auf die Frau zuzugehen. Wichtig scheint dabei die Tatsache, dass allen Beteiligten bewusst ist, dass die Szene gefilmt wird. Hier wird ein Nichtgespräch aufgeführt. Auch in diesem Falle geht der berühmte Satz Paul Watzlawicks, dass man nicht nicht kommunizieren kann. Während der Politiker Gesprächsbereitschaft signalisieren will, will die Demonstrantin etwas anderes kommunizieren, nämlich ihre Gefühle. Und in diesem Fall vor allem, würde ich sagen, ein Ressentiment. Das war das Ressentiment gegen die da oben. Das soweit diese kleine Geschichte. Ich spreche noch etwas länger in dem Buch über diese Episode, weil sie mir geradezu sinnbildlich erscheint für die gegenwärtigen Probleme auch der Debatten zwischen in dem Fall jetzt Regierenden oder Politikern und Bevölkerung. Für mich ist das ein Startpunkt in diesem Buch, um mit den Gefühlen anzufangen und über Ressentiments zu reden. Und Ressentiments verstehe ich da, das werde ich gleich noch ein bisschen erläutern, als so eine Art Grundgrollen, als etwas, was in modernen Gesellschaften relativ häufig in Wellenbewegungen mal stärker, mal schwächer, aber immer irgendwie präsent ist. Also man empört sich über die da oben, man fühlt sich nicht wahrgenommen. Das Buch will eigentlich zwei Perspektiven, glaube ich, verbinden. Einmal ist es der Versuch zu verstehen, wie diese Gefühlsmobilisierung, so würde ich sie nennen, funktionieren. Also was passiert da in der Gegenwart gerade, warum werden diese Gefühle so massiv, warum sind sie so massiv präsent und warum werden sie gelegentlich auch genutzt oder mobilisiert. Das Zweite ist zu verstehen, welche Rolle dabei diejenigen spielen, die ich moralisch anderen nennen würde. Ich glaube nämlich, dass es nicht im luftleeren Raum passiert, sondern dass Gefühlsentzündungen, also solche Aufwallungen, oft mit den Menschen zu tun haben, die ich moralisch anderen nennen würde. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Das ist zunächst mal relativ voraussetzungsreich wahrscheinlich. Zunächst mal haben wir ja oft die Annahme in unserem Alltag, aber auch durchaus in der Politik, dass unsere Gefühle nun einmal so sind. Gegen die kann man halt nichts machen. Wenn ich Angst habe, habe ich eben Angst. Ja, wer soll sie mir nehmen und warum soll man sie mir nehmen? Emotionen erscheinen uns oft als körperliche Phänomene, die uns überwältigen, wo wir erstmal gar keine Kontrolle haben und sie erst mühsam vielleicht wieder gewinnen müssen. Angst wird eben, das ist so immer das Paradebeispiel, auch unter den Psychologen, Angst vor der Schlange oder Angst, das Tier wechselt übrigens lustigerweise immer, Angst vor der Schlange, Angst vor dem Tiger, Angst vor dem Löwen, Angst vor allem Möglichen. Und diese Angst hat etwas so Unmittelbares, dass ich einen Fluchtreflex entwickle. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel, Trauer. Wenn Sie um jemanden Wichtiges in Ihrem Leben trauern, dann überwältigt sich dieses Gefühl an Punkten, wo Sie das Gefühl vielleicht gar nicht gebrauchen können, zum Beispiel im Arbeitszusammenhang oder Sie brechen plötzlich in Tränen aus. Oder Sie, nicht? Also es gibt Gefühle, oder die haben etwas Unmittelbares. Das ist durchaus auch das, was in der politischen Debatte auftaucht und gerade auch, würde ich sagen, bei Rechtspopulisten gerne genutzt wird. Zwei Beispiele vielleicht. Im Berliner Wahlkampf 2016, also der Senatswahlkampf, hat der AfD-Spitzenkandidat Georg Pasterski an einer Fernsehrunde teilgenommen und er wurde dort von einem Journalisten gefragt, wieso er immer von einer steigenden Kriminalitätsrate unter Ausländern spreche, obwohl die sich in den Statistiken nicht wiedergeben oder die dort nicht auftauchen. Die Antwort von Pasterski war kurz, aber sehr, wie ich finde, sehr sehr markant. Das, was man fühlt, ist auch Realität. Genauso, mit fast den exakt gleichen Worten, hatte 4 Wochen oder 5 Wochen vorher Newt Gingrich, der Trump-Unterstützer in den USA, während des Wahlkampfes auch auf eine Journalistenfrage geantwortet und sich eben genauso gerechtfertigt, dass die Leute aber fühlen, dass die Kriminalität steigt und dass das eben auch ein Fakt sei.
Und wenn Sie sich die Debatte angucken, das ist im Prinzip jetzt weitergeführt worden, jetzt gab es wieder eine, wurde wieder veröffentlicht, die Kriminalitätsstatistik, die eben dieses Gefühl nicht widerspiegelt, aber selbst Herr Seehofer versuchte trotzdem dann als Innenminister noch zu sagen, naja, aber die Leute haben ja nun mal Angst. Also es gibt diese Spannung, dieses Spannungsmoment, da sind wir nah an Angstgefühlen. Die offiziellen Statistiken geben einen solchen Anstieg nicht wieder, im Gegenteil eigentlich, die sinken. Und das Interessante ist nicht nur, dass wie die Rechtspopulisten das versuchen, sondern auch zu nutzen, sondern auch, wie die Liberale, sage ich jetzt mal, oder Öffentlichkeit, auch diese Journalisten versuchen, darauf zu antworten. Normalerweise ist die Antwort, das war es eben auch in diesen beiden Fällen von Pasterski und von Gingrich, Gefühle sind keine Realität. Die Antwort ist, das ist irrational. Die Statistiken sagen was anderes, also hören Sie auf mit diesem Angst, mit dieser Angstmacherei. Aber genau darauf reagieren natürlich Pasterski und Gingrich, indem sie dann sagen, diese offiziellen Statistiken und diese Journalisten, also die offiziellen Statistiken sind natürlich Regierungspropaganda und Journalisten würden nicht nur eine andere Weltsicht vertreten, sondern sie würden die Gefühle der Bevölkerung nicht ernst nehmen. Also ein massiver Vorwurf an die liberale Öffentlichkeit, die Gefühle der Leute nicht ernst zu nehmen, im Gegenteil, sie zu verhöhnen und die Gefühle, also sozusagen mit Fakten zu verhöhnen. Ja, ein sehr interessanter Vorgang, finde ich. Aber ich glaube, dass da in der Tat ein Problem drin steckt. Hier werden sowohl von Pasterski oder von den Leuten der Rechtspopulisten, aber auch in der Bevölkerung eben herrscht das Grundverständnis vor, dass Emotionen etwas Unhintergehbares sind. Also wenn ich jetzt aber Angst habe, dann ist das halt einfach so und dann können wir jetzt auch nichts dran ändern und dann helfen uns die Fakten auch nicht weiter. Ja? Also es ist eine bestimmte, und das ist mein Ansatz in dem Buch, eine bestimmte Form des Verständnisses von Emotionen, die vielleicht gar nicht so selbstverständlich ist. Also Emotionen sind in gewisser Hinsicht besonders gute politische Argumente, weil sie vorgeben, eben keine Argumente zu sein. Sie sind quasi vorpolitisch. Das ist schon einsichtig, ohne dass wir irgendwie die Statistik überhaupt nur lesen. Aber wie sieht diese Gefühlswelle eigentlich aus? In dem Buch versuche ich dann historisch und gegenwärtig verschiedene Mobilisierungen dieser Gefühle zu zeigen. Wie gesagt, ich fange an mit einem Ressentiment gegen die da oben. Das ist etwas, was es in der modernen Gesellschaft recht häufig gibt. Das ist oft, entsteht das aus einer Diskrepanz nach dem Wunsch oder auch dem Versprechen an der Gesellschaft teilzunehmen. Also in einer Demokratie wird den Leuten gesagt, hier, ihr könnt teilnehmen bei uns. Aber natürlich sieht jeder sofort irgendwie, dass es Machtverhältnisse gibt, die diese Teilhabe oder die Teilnahme ein bisschen schwierig machen. Und aus diesem Unterschied entsteht ein Ressentiment, ein Grollen gegen die da oben. Ich würde jetzt sagen, dass das ein sehr ohnmächtiges Gefühl ist. Und jetzt wird es vielleicht ein kleines bisschen kompliziert, aber so, wenn Sie sich vorstellen, man grollt so in sich hinein und man winkt ab und vielleicht ist man mal noch ein bisschen wütend, aber man kann eigentlich mit diesem Ressentiment nicht so richtig wohin. Das bringt, ne, das ist so ein Stammtisch-Grummeln, wenn Sie so wollen. Und das Argument in dem Buch ist, dass dieses Gefühl eigentlich mehr werden oder dieser Grundzustand eigentlich mehr werden möchte, aber es oft nicht kann. Und hier komme ich jetzt zu dem zweiten Bereich, wie aus diesem Ressentiment volle Gefühle werden, also wie man so richtig ausbrechen kann. Also wie kommt diese Frau, die ich Ihnen kurz vorgestellt habe, wie kommt die eigentlich vom Ressentiment zum richtigen Zorn oder zur richtigen Wut oder vielleicht auch zur Angst? Und ich glaube, dass an diesem Punkt es sehr interessant ist, sich anzugucken, welche Rolle moralisch andere spielen. Klingt etwas kompliziert, meint aber nichts anderes, dass wir Vorstellungen in der Gesellschaft haben darüber, wer moralisch anders ist. Juden, Sinti und Roma, Muslime,
ist gerade am prominentesten vielleicht, aber auch Homosexuelle, Intersexuelle sind Menschen, die aufgrund ihres Lebensstils, ihrer Religion, vielleicht sogar auch gelegentlich wegen ihrer Moralvorstellung, einfach eine andere Gesellschaftsordnung zu verkörpern scheinen. Ob die das haben oder nicht, ist aber jetzt, also es gibt diese Vorstellung, sagen wir mal. Ja? Und diese Gruppen entzünden quasi das Gefühl stärker. Ja, wenn man damit anfängt, dann kann man so richtig losrennen und aus dem Ressentiment quasi ein vollgültiges, zorniges Gefühl machen. Zum Beispiel funktioniert das auch in Bildern über Sexualität sehr oft, nicht? Deswegen sind Homosexuelle oder Intersexuelle eine wichtige Komponente, aber das gilt auch für die anderen Gruppen. Sinti und Roma und Juden und auch Muslime werden oft natürlich mit überschießender und nicht kontrollierter Sexualität assoziiert. Also ich will damit sagen, es gibt einen ganzen reichen Bogen, warum diese Gruppen moralisch anders zu sein scheinen. Ja? Aber ist der moralisch andere nur einer von den Gruppen, die Sie aufgezählt haben, oder ist der moralisch andere nicht möglicherweise schon die Mehrheit in der Bevölkerung? Ja, das kann natürlich, je nachdem, wie stark man sich in die Defensive gedrängt fühlt, kann das eine gute Rolle, kann das durchaus sein, nicht? Dass man eben sagt, ja, hier, wir haben die Ehe für alle, nicht? Dann mobilisiert man eben quasi einen Widerstand gegen die gesamte Gesellschaft. Ne? Was ja stattfindet. Ja, genau. Weil man sozusagen glaubt, dass die paar Leute, die diese Ehe für alle leben wollen, sozusagen den Rest der Gesellschaft gekapert haben, wenn man so wollen. Ja? Oder man Verschwörungstheorien macht über muslimische Machtergreifung oder man Verschwörungstheorien über die jüdische Weltverschwörung macht. Ja? Neue Weltordnung, gibt es alles im Internet gerade auch enorm in großer Breite. Und ich glaube, dass die besondere Funktion dieser moralisch anderen in gewisser Hinsicht ist, die Gefühle besonders gut mobilisieren zu können in dem politischen Raum. Und als letzten Punkt vielleicht nochmal zurück zu dieser Annahme, Gefühle seien etwas Unhintergehbares. Natürlich erleben wir das oft so, ja, dass uns überkommt ein Gefühl, wir können gerade nicht anders als Angst haben oder und wir müssen irgendwie weg aus der Situation oder uns erscheint etwas ekelhaft, auch ein sehr körperliches Gefühl. Ja. Natürlich will ich das niemandem nehmen und ich will das auch nicht bezweifeln, dass diese Situationen so entstehen. Gleichzeitig wissen wir aber, dass wir ziemlich viel machen können. Sie alle, wenn Sie Angst haben, im Straßenverkehr oder keine Ahnung was, oder wenn Sie eine angstvolle persönliche Situation in ihrem Leben haben, sie haben Strategien, damit umzugehen. Sie versuchen, sich zu beruhigen, trinken erstmal einen Kaffee, sie gehen vielleicht spazieren, sie reden mit jemandem, der Verständnis hat. Sie haben Techniken. Ja? Oder wenn sie von Trauer überwältigt werden, dann versuchen sie das in Zukunft irgendwo zuzulassen. Sie haben so Techniken. Sie gehen vielleicht auf den Friedhof, wo die Person liegt. Also wir haben im Alltag ganz schön viele Möglichkeiten, um mit unseren Emotionen umzugehen. Und wir tun das ganz normal und merken das gar nicht so. Und ich glaube auch, dass wir das in der Politik durchaus häufig tun. Wir wollen halt auch mal Zorn mobilisieren, um auf eine Ungerechtigkeit hinzuweisen. Wir wollen aber auch Vertrauen bilden zwischen Regierenden und Regierten. Wir haben viele Techniken. Insofern ist diese Gegenüberstellung von etwas Unhintergehbarem und etwas, was wir machen können, in unserem Alltag ganz vorhanden. Und ich würde dafür plädieren, stärker darüber nachzudenken. Also unsere Sprache deutet das auch so. Ja? Sie reden sich in Rage. Sie wissen ganz genau, dass sie sich gelegentlich wirklich in den Zorn hineinbegeben und richtig wütend werden wollen. Ja? Und ich glaube, dass wir stärker darüber nachdenken müssen, wie wir diese alltäglichen Mechanismen und Strategien, wie wir mit Emotionen umgehen, auch in der Politik benutzen. Die letzte Schleife wäre, dass Rechtspopulisten und Zornpolitiker uns gerade vergessen machen wollen,
dass wir unseren Gefühlen nicht, eben nicht hilflos gegenüberstehen, sondern dass wir auch etwas machen können, dass wir auch als Gesellschaft und auch als in verschiedenen Gruppen nicht hilflos sind. Dagegen sollten wir uns, glaube ich, also wehren gegen diese Wahrnehmung von den Rechtspopulisten, gegen dieses Angebot, ist jedenfalls mein Plädoyer, und zu versuchen, die Mechanismen über Emotionen zu reden und nachzudenken und mit ihnen umzugehen, zu nutzen, um im Alltag vielleicht nicht auf jede Form von Angst oder Zorn reinzufallen. Vielen Dank. Erstmal. Wo bleiben die Fragen? Er will nur einen Kaffee. Ach so, ja, bitte. Wenn Sie wollen, Herr Hütt, kommen Sie doch nach vorne. Unter dem Vorzeichen, dass Sie bereit sind. Setzen Sie sich hier hin. Oder da, bitte, da höre ich jetzt gerade. Und Sie können mit einem Mikro umgehen, trotzdem sehr dicht. Ja. Ich erinnere mich an eine Bemerkung von Ernst Bloch im Kontext zu seinem Buch Erbschaft dieser Zeit, in welchem er über die linke Politik, also das Schisma zwischen Sozialdemokratie und Kommunisten und weiteren kleinen Gruppen, mit dem Satz beschrieb, was die Linke getan hatte, sei richtig gewesen, was sie nicht getan hatte, sei falsch. Wie geht man, um auf diese Situation vor der Frauenkirche zurückzukommen, jetzt als der Rationalität verpflichteter Politiker um? Wie dekonstruiert man das vermeintliche Grundrecht, sich emotional zu äußern? Und wie deeskaliert man eine solche Lage, um am Ende tatsächlich zu einem Gespräch zu kommen? Eine sehr komplizierte Frage, aber liegt natürlich nahe. In dem konkreten Fall würde ich sogar sagen, dass ich habe über diese Situation, auch nachdem ich das Buch veröffentlicht habe, viel diskutiert und meine Meinung jetzt nicht unbedingt geändert, aber inzwischen glaube ich, dass Herr Dulig vielleicht schon von vornherein einen kleinen Fehler gemacht hat. Das war eine Demo, wo die Leute demonstrieren wollten gegen die gegen diese Misshandlung des öffentlichen Raumes. Ja. Und wenn man jetzt dahin kommt und ein rationales Gespräch führen möchte, dann ist das schwierig bei einer Demo. Das können Sie auch selber mal ausprobieren, ist halt meistens etwas kompliziert. Insofern war der Rahmen, die Frau wollte protestieren, die wollte ihr Ressentiment loswerden und auch ausdrücken. Und sie wollte und sie wehrte sich und sie hat auch, glaube ich, sogar quasi sein Gesprächsangebot als Affront verstanden. Insofern, falscher Moment, kann man vielleicht antworten. Und man müsste eigentlich dann nochmal zu der Frau fahren oder vielleicht auch mal ohne Kamera und mal das Gespräch suchen. Also viele Leute, glaube ich, reagieren dann noch mal ganz anders. Es ist ja auch eine Aufnahmesituation, nicht? Das hatte ich ja geschrieben. Er will natürlich Gesprächssituationen zeigen und sie will das Gegenteil zeigen. Das heißt, wenn die Kameras weg sind, vielleicht sogar eine halbe Stunde später noch mal hingehen und vielleicht mal in Ruhe. Also das würde ich mir von Politikern eben auch manchmal wünschen, dass man ins Gespräch kommt ohne, also auch erstmal ohne konkretes Verwertungsinteresse, also dass man das dann auf Facebook posten kann, hier, ich habe einen Rechtspopulisten überzeugt. Das ist aber natürlich schwierig und ich glaube auch, dass es Menschen gibt und vielleicht gehört sie dazu, ich bin da nicht überzeugt. Ich weiß auch sehr wenig über sie, ich habe versucht, was rauszufinden, aber es hat nicht so funktioniert. Ihr Name taucht auch nicht auf. Es gibt natürlich Menschen, die dann verloren sind für diese Art von Gespräch. Also entweder in der Situation oder auch ganz. Natürlich gibt es Verschwörungstheoretiker und Leute, die rechtspopulistisch, also rechtsextremistisches Gedankengut haben. Da wird Herr Dulig nicht weiterkommen. Aber ich glaube, dass wir trotzdem an vielen Stellen die Leute noch abholen können und sie auch in ihrer Emotionalität ernst nehmen. Das heißt eben nicht unbedingt zu sagen, das stimmt alles, aber zu sagen, hey,
Was bewegt Sie gerade oder warum sind Sie so? Was meinen Sie, liegt denn hinter Ihrem massiven Abgrenzungsgefühl? Und vielleicht kommen dann ganz andere Geschichten. Im Übrigen habe ich den Eindruck, dass nicht selten in Dresden, aber auch, das ist ja in Dresden ein ikonischer Ort dafür, die Leute zwar irgendwie fünf Sätze über Migranten sagen, aber dann sehr schnell über Diskriminierungserfahrungen nach 1989, 90 sprechen. Und dann sind wir ganz schnell in ganz anderen Debatten, die wir vielleicht vielmehr auch führen sollten. Ich will nicht sagen, dass das bei ihr so wäre, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, dass es immer auch unsere Arbeit sein muss, die Motivlagen hinter diesen Gefühlen auch ernst zu nehmen und zu befragen. Aber das, was Sie raten, würde ja voraussetzen, dass die Politiker, muss ich jetzt leider mal allgemein so sagen, eine Sensibilität für den Dialog, den man führen sollte in einer offenen Gesellschaft, gerade mit denen, die sich als Verunsicherte, möglicherweise sogar auch als Feinde erklären. Und das Beispiel, was ja auch im Buch auftauchte mit Herrn Gabriel, ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein Politiker der Bundesebene, wie unsensibel er mit dem Thema umgegangen ist. Er hat sich machtmäßig positioniert und von daher ist sozusagen jeder Dialog, den er zukünftig führen wollte, einfach belastet. Und deshalb frage ich nach, gibt es denn, werden Sie eingeladen zur Politikberatung? Oder nimmt man zwar Ihre Arbeiten irgendwie wahr, weil man sie ja auch finanziert, aber ansonsten ist sozusagen das Geschäft nicht darüber nachzudenken, dass man 5 Euro mehr den Hartz-IV-Lern gibt, sondern das Geschäft darüber nachzudenken, wie man in dieser Gesellschaft die Dialogfähigkeit erhält. Das scheint mir Hobby zu sein bei vielen. Ja, ich glaube, also die konkrete Nachfrage, da sage ich gleich noch was zu der allgemeinen vielleicht. Ich glaube auch jetzt gar nicht nur die Politiker, sondern auch eine liberale Öffentlichkeit, eine linke Öffentlichkeit oder nicht rechtspopulistische Öffentlichkeit hat auch eine Weile gebraucht, um das zu verstehen, was da passiert ist. Und die Äußerung von Herrn Gabriel war sehr früh und ich will sie nicht verteidigen, wirklich nicht. Sie war auch im Angesicht der sehr radikalen Demonstranten damals in dem Flüchtlingsheim. Aber ich will sie nicht verteidigen. Ich verstehe, was dann passiert ist mit dieser Äußerung. Ich glaube aber, dass wir überhaupt erstmal begreifen mussten, dass man nicht alle diese Leute als verwirrte Nazis abklassifizieren kann und dass uns das überhaupt nicht weiterhilft. Das war so ein Impuls, der auch mit Emotionen sozusagen auf der Linken oder in einem aufgeklärten Milieu oder wie auch immer Sie das nennen wollen, auch da gibt es natürlich Emotionen, mit denen man irgendwie reflexartig reagiert und man sagt, das sind alles Nazis, das ist alles rechtes Pack. Ja? Also Ausgrenzungsmechanismen, die emotional irgendwie erstmal Befriedigung verursachen bei einem selbst, aber die natürlich nicht weiterhelfen in diesen Debatten. Und ich glaube, dass wir über dieses Stadion hinaus sind. Und ich glaube, dass wir viel differenzierter uns verhalten. Also manchmal muss man abgrenzen. Wenn ich bestimmte Äußerungen, jetzt Sie haben ja am Anfang Herrn Gauland mit seinem Vogelschiss hat er Hitler, glaube ich, genannt, gestern oder vorgestern. Da fällt mir nichts anderes zu ein, als zu sagen, nee, jetzt, also hier ist eine Grenze. Und ich glaube auch, dass die aufgeklärte Gesellschaft sich klar werden muss, wo diese Grenzen sind. Aber dann gibt es noch jenseits dieser Grenzen, gibt es ein ganzes weites Feld, wo man die Bürger und Bürgerinnen abholen kann. Zu den konkreten Sachen, also ich bin jetzt zwar nicht zum Politikberater mutiert, das wäre mir auch sehr unangenehm,
Aber ich glaube, also ich weiß, von der Bundespräsident hat sich für das Buch interessiert. Also es ist schon so, dass es auch wahrgenommen wurde. Ob das jetzt immer dazu führt, dass man sich, dass man die Politik ändert, weiß ich nicht. Aber das will ich auch gar nicht an einem Buch festmachen, sondern das müssen auch eine breitere Debatte sein darüber, wie unser Umgang mit diesen neuen Phänomenen eigentlich ist. Ja, ist das dicht genug? Ja. Ja, ja, also na, zu der Äußerung von Gauland, also alleine wenn er von tausendjähriger deutscher Geschichte spricht, weiß man, was dahinter steckt oder woran er denkt. Ja. Und als Historiker wissen Sie ja, dass es sehr, sehr schwierig ist zu sagen, was deutsche Geschichte ist. Ja. Ich kenne das eben aus der Politik, aber auch privat, dass man, wenn emotionale Äußerungen kommen, meistens relativ hilflos ist. Ja, also man, gerade auf emotionale Äußerungen hat man nicht so sich was zurechtgelegt, wie reagiere ich, umarme ich den, sage ich gar nichts, ja, versuche ich zu erklären. Ja. Und ich weiß aber auch natürlich aus politischer Praxis, dass das schon immer, und das hatten Sie ja gesagt, in der Politik bewusst eingesetzt wird. Ja. Denn Wahlen werden vor allem durch Emotionen entschieden, nicht? Also nicht durch Diskussionen. Also wissen aus Zahlen, etwa 2% der Wahlberechtigten nehmen regelmäßig an solchen Veranstaltungen teil oder informieren sich. 98% wählen emotional. Ich mag das jetzt nicht, aber es gehört zur Realität. Die Frage ist aber, und das ist ganz konkret auch eine Frage an Sie, Sie sprachen eben von diesen Wellenbewegungen. Ja? Und ich habe eben den Eindruck, dass wir im Moment in einer ziemlich großen Welle schwimmen. Und das hat mich auch überrascht. Ich weiß, dass es sowas gibt, aber frage mich natürlich, ja, wie geht das jetzt vorüber? Kann man das noch irgendwie beeinflussen? Ja, kann man die Wellen ein bisschen umleiten? Nicht, das geht ja so, dass Argument, also die vergiftete Sprache schon wirkt, ja, das heißt, dass Leute, von denen man gar nicht rechnet, auf einmal, mit denen, also wo man das gar nicht erwartet hat, auf einmal so Argumente bringen. Ja, was für Möglichkeiten hat man, diese Wellen in irgendeiner Weise zu beeinflussen? Ja, vielen Dank. Also zunächst mal vielleicht, natürlich wäre es jetzt ein bisschen vermessen zu sagen, dass irgendwie wir alle hier im Raum das kurz mal ändern könnten oder auch nur so ein Buch oder so, sondern es muss natürlich eine gesamtgesellschaftliche Debatte darüber geben und am Ende auch sowas, also solche Situationen, wie Sie sie beschreiben, dass man jemandem gegenüber sitzt, der jetzt offensichtlich da extrem sich in eine Emotion hineinbegeben hat, in eine politische Emotion, den da wieder rauszuholen. Da kann ich Ihnen auch kein Patentrezept geben, aber ich glaube, dass es extrem hilft, überhaupt erstmal in ein Gespräch reinzukommen und zu versuchen, das auch ernst zu nehmen. Man kann auch, glaube ich, bei Emotionen nachfragen, woher sie denn kommen. Also man kann auch, das machen wir übrigens ständig, mit unseren Partnern sprechen wir ständig darüber, welche Emotion berechtigt ist oder nicht berechtigt oder mit unseren Freunden und ob wir das begründen können. Also wir fragen im Alltag immer nach den Begründungen oder nach der Sinnhaftigkeit von Gefühlsaufwallung. Manchmal fragen wir uns das auch selber. Aber daran kann man auch, glaube ich, anschließen. Man kann auch jemanden fragen, warum bist du jetzt so ängstlich? Oder so, ja? Oder was bedeutet dieses Gefühl, was ist das gerade und wo machst du das fest oder so. Vielleicht kommen dann ganz andere Sachen, als man so denkt. Und was die Welle angeht, ich will jetzt keine einfachen Gründe dafür liefern, aber mir erscheint es eben schon massiv auch ein Phänomen der sozialen Medien zu sein, die ich gar nicht selber dafür verantwortlich machen will, weil Medien sind erstmal als solche nicht verantwortlich für gesellschaftliche Veränderungen. Aber wir lernen gerade, mit sozialen Medien umzugehen in der Politik. Und was die als Eigenschaft haben, ist, dass viele Menschen noch den größten Blödsinn, den sie vielleicht denken oder fühlen, für den irgendeinen Nachhall finden. Und sei der noch so klein. Ja? Wenn sie was posten,
über Gauland und Ja und Nein. Sie bekommen, wenn Sie vor allem Ja sagen, bekommen Sie relativ viele Likes in diesem Fall. Also man hat den Eindruck einer Wirksamkeit in einem öffentlichen Raum, die vorher einfach nicht da war. Und man hat neue Freunde, auch neue Freunde und Freundinnen, die das gleiche Gefühl zu haben scheinen. Ja? Und wenn ich jetzt sage, das ist alles Quatsch, dann nimmt man ihnen auch diese neuen Freunde. Also das ist ein ernstes Problem. Ja, wenn die alle in den sozialen Medien sich vergemeinschaften, dann ist das ein ernstes Problem, sie da auch wieder rauszuholen. Ich will es aber nicht alles nur auf diese Medien schieben, aber wir lernen, glaube ich, gerade überhaupt erst herauszufinden, was die sozialen Medien mit der Politik machen und wie wir damit umgehen als Gesellschaft. Ich glaube, das ist immer noch ein bisschen unklar. Und natürlich gibt es auch noch andere Gründe, auch eine gewisse Saturiertheit der Bundesrepublik. Ich glaube auch, wie viele Jahre große Koalition jetzt schon und politische, also die Herrschaft des Sachzwanges, wenn Sie so wollen, die führt immer dann auch dazu, dass irgendwie radikale, gerade Ränder sagen, so, da habe ich jetzt echt keine Lust mehr zu. Und sich auch entsprechend emotional vergemeinschaften. Das ist, glaube ich, auch, steht auch dahinter. Und wie man damit umgeht, wäre auch eine Frage. Ne? Also mehr politische Alternativen vielleicht, mehr politischer Meinungskampf. Aber ich glaube, da sind wir schon dabei. Vielen Dank. Ja, das wäre auch so meine Frage eigentlich, die mich umtreibt. Was machen wir dagegen? Also ich glaube, die meisten von uns haben sich vor 5 Jahren noch nicht vorstellen können, was jetzt auf einmal möglich ist, öffentlich zu sagen. Was tun wir dagegen? Also aus meiner Erfahrung, wenn die brüllen, zurückbrüllen und zurückschimpfen, hilft überhaupt nicht, weil man da nur die Emotionen gegenseitig verstärkt. Also so dieses dagegen demonstrieren und schreien überzeugt die Leute nicht. Wenn man versucht, mit Sachargumenten dagegen, gegen Emotionen dagegen wäre schön, wenn das klappt, aber meiner Erfahrung nach kommt man mit Sachargumenten gegen Emotionen oft nicht an. Man kann versuchen rauszufinden, wie Sie sagten, woher die Emotionen wirklich kommen und eventuell dann diese Wut, den Zorn umzulenken auf ein eventuell besseres Ziel oder so. Also was haben Sie jetzt wirklich für einen Grund, wütend zu sein? Dann seien Sie doch mal wütend gegen was anderes geht eventuell. Aber wenn jemand jetzt wirklich schon von diesem Ressentiment durch Argumente, die er eben gehört hat, vielleicht in seiner Filterbubble, weil er natürlich das liest, was ihn interessiert, was ihn unterstützt in seiner Emotion, so tief drin ist, helfen Sachargumente vielleicht auch nicht mehr. Da hilft meiner Erfahrung nach irgendwie nur Gegenemotion. Also emotionale Menschen erreicht man eventuell mehr mit Emotionen als mit Sachargumenten. Ja, ich teile vieles von dem, was Sie da fragen oder sagen. Sachargumente haben immer bestimmte Grenzen, vor allem wenn sie als alternativlos dargestellt werden. Also wenn man sich hinstellt und sagt, ja, aber das mit der Kriminalitätsstatistik, das ist jetzt halt einfach so und das hast du jetzt zu akzeptieren. Also wenn man so das Gespräch anfängt, dann wird es sehr schwierig, weil dann nämlich quasi der dumme, irrationale Bürger gegen den schlauen Intellektuellen oder Regierungschef oder was auch immer steht. Ja? Da kommt man nicht so richtig weiter. Das heißt, man muss das Gespräch, glaube ich, anders eröffnen. Man muss auf die Leute auch emotional ein bisschen zugehen. Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass man die Leute auch danach fragen muss, warum sie so fühlen, wie sie fühlen. Das ist immer auch schon ein Zugehen und ein Zugestehen. Okay, du hast Gefühle, das ist auch in Ordnung, das passiert halt und schauen wir mal weiter. Natürlich habe ich auch gesagt, Abgrenzung ist an bestimmten Punkten nötig. Also wenn jemand wirklich richtig rassistischen Kram macht und da massive
Verschwörungstheorien oder Ähnliches emotional auflädt, dann weiß ich auch nicht mehr was anderes als zu sagen, nee, das akzeptiere ich jetzt nicht, das ist falsch. Aber ob dann dieses Gespräch zu Ende sein muss, weiß ich, dann kann man ja immer noch mal gucken. Und was Sie meinen mit positiven Emotionen, ja, das ist einerseits erschien mir, als ich das Buch geschrieben habe, das als sehr sinnvoll. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft stärker dafür werben müssen, was wir auch für Vorteile haben und was diese Gesellschaft ausmacht und dass wir bereit sind, für sie auch zu kämpfen oder auch emotional hinter ihr stehen sozusagen. Und vielleicht auch von der Politik fordern müssen, ein stärkeres, eine politische Vision in den Raum zu stellen und für die wir dann auch kämpfen wollen. Also sozusagen quasi die Emotionsneutralität von Frau Merkel mit Obama antworten, ja, also um es mal zuzuspitzen, mit einer politischen Version einer neuen Art von Gesellschaft. Nur wir wissen alle, was nach Obama gekommen ist, ja, nämlich Trump und das absolute Gegenteil, auch eine Form von emotionaler Mobilisierung durch eine Vision, dummerweise. Also wir müssen aufpassen, dass wir unsere Gesellschaft zwar positiv vertreten, aber nicht sozusagen in dieser ewigen Abgrenzung zwischen den, also die es in den USA einfach gibt, zwischen den beiden Blöckern, dass wir die nicht auch hier bekommen. Ich hoffe, wir haben sie noch nicht, ehrlich gesagt. Um in diesem Kontext zu bleiben, müssen wir nicht zunächst einmal akzeptieren, und ich habe da sozusagen ein ganz starkes Argument, die Arbeiten des Zentrums für Antisemitismusforschung sind ja so realistisch, dass sie sagen, verdammt und zugenäht, wir haben leider einen bestimmten Prozentsatz an Antisemiten in der Gesellschaft. Wir haben, denke ich, übertragen auf die Frage der Vision, leider Menschen, die überfordert sind von einer differenzierten Welt, die sich zurücksehen in sogenannt vergangene Zeiten, die heiler waren, was ja nicht stimmt, aber so ist das. Und was wir nicht haben, das haben Sie gerade angesprochen, und da ist eben die Frage, wie überwindet man das aus meiner Sicht, die Zerstrittenheit der Politik, die eben kein positives Gefühl vermittelt. Es gibt sozusagen eine Menge gegenwärtig in der Parteienlandschaft, wo man sagt, naja, die versuchen miteinander zu reden, aber das bricht schon ganz schnell raus. Es ist eben dieser Streit um die Wählerstimme, der sie lenkt und insofern nicht das Arbeiten an einer Kultur der Gemeinsamkeit. Und insofern fehlt der Ansatz einer positiven Grundstimmung für eine Politik, die eben nicht heißt, zurück in den Nationalsozialismus, zurück in den Faschismus, müssen wir es gar nicht so extrem formulieren, zurück in den Konservatismus der alten Zeit, sondern wir wollen stehen für die offene Gesellschaft. Und das ist meine Kritik daran, dass wir dann eben eine CSU haben, die Brückenbauer für die AfD sind, statt die Brückenbauer für die anderen Parteien mit. Alle machen zusammen eine vernünftige Flüchtlingspolitik, alle kümmern sich um das Schließen der Schere, aber es ist eben nicht so. Und deshalb haben wir diese verdammt schwierige Situation, die dazu führt, dass man dann natürlich gerne allen AfDlern unterstellt, im Grunde eures Herzens seid ihr Verbrecher, ihr seid Nazis, ihr seid Faschisten. Ihr wollt es nicht zugeben, da habt ihr die Angst, die euch hindert, das zuzugeben. Vielleicht ist es sogar gut so, dass sie die Angst haben. Also ich, natürlich als Antisemitismusforscher bin ich jetzt auch skeptisch, auch noch die letzten 10% von irgendwas zu überzeugen. Also wir werden immer in einer Gesellschaft, und es gibt es in modernen Gesellschaften, auch in anderen, immer auch einen bestimmten Kreis von Leuten haben, auf der Linken oder auf der Rechten, die dieses System nicht wollen. Die Frage ist, wie viel Gehör kriegen die? Und im Moment kriegen sie halt sehr viel Gehör, ist mein Eindruck.
es geht mir auch nicht um diese 10%. Da gilt eher dieses Abgrenzungsargument, dass man sagt, ey, das ist jetzt echt totaler Quatsch. Und darüber will ich nicht reden. Wir können gerne über andere Sachen reden, aber darüber nicht. Was die Politik angeht, teile ich Ihre Diagnose weitgehend. Aber es ist auch ein wirkliches ernstes Problem, in einer komplexen Welt Visionen zu entwickeln. Ich glaube, wir werden ja eigentlich ziemlich gut regiert, wenn ich das mal sagen darf. Insofern, als dass dieser Staat halbwegs vernünftig funktioniert. Wir haben alle noch bestimmt Ansprüche, was alles noch passieren soll und was alles besser werden soll. Aber wir leben noch in einer vergleichsweise komfortablen Situation und haben uns, glaube ich, als Bevölkerung und im Übrigen auch als Elite darin eingerichtet. Also mein Kollege hier von der HU, Herr Möllers, der bei den Juristen Verfassungsrechtler ist, hat gerade im Merkur einen sehr interessanten Aufsatz veröffentlicht, der heißt »Wir Bürgerlichen«. Indem er quasi sich umguckt in seinem Umfeld, also ich nehme an, Elite, was so ein Verfassungsrechtler so kennt, und alle sagen, was für eine Elite total unglaublich ist, alle sagen, na, es läuft doch, und ich, Politik, nö. Mhm. Ja? Also, nö, das lassen wir die Politiker machen. Ja, nee, die können das, ach, diese Parteikarriere, da habe ich auch gar keine Lust zu. Und man macht vielleicht einzelne Projekte, aber man hält sich aus dem politischen Alltag heraus, weil man ihn blöd findet. Und da bin ich auch ganz, also er selber beschreibt das auch selbstkritisch, ich würde das auch für mich reklamieren. Und dann hat aber die Gesellschaft irgendwann auch ein Problem, wenn sozusagen das quasi, also man kann sich zumindest nicht darüber beschweren, dass Politik zum Eliten, zum einem abgehobenen Elitenbusiness geworden ist, wenn man es denen überlässt. Verstehen Sie? Also das ist so ein Widerspruch. Und ich glaube, wir lernen gerade, dass es Leute in der Gesellschaft gibt, die extrem motiviert sind, Politik zu machen und anders, als wir das wollen, nämlich auf der Rechten. Und die, denen überlassen wir in gewisser Hinsicht durch unsere Immobilität auch so ein bisschen das Feld. Und wir müssen jetzt gerade verstehen, dass eine Demokratie nicht vom Himmel fällt und dass es auch nicht nur reicht, einen Bundespräsidenten und eine Regierungschefin zu haben, sondern wir müssen es auch machen. Ja? Und das sage ich jetzt nicht nur, das sage ich mindestens so sehr zu Ihnen wie zu mir. Ich glaube, dass wir da eine offene Flanke einfach haben. Und das können wir nicht immer delegieren an die Politiker. Ja. Weil die machen ihren Job und die wünschen sich auch manchmal mehr Input aus der Bevölkerung. Ich habe eine Frage zu Ihren Forschungen. Die eine ist, was man vielleicht sich immer vorstellt, dass diese Emotionen irgendwie naturwüchsig entstanden sind und jetzt betrachtet man die und fragt sich, wie kann man damit umgehen? Aber mich interessiert, gibt es denn auch Forschung, wo man nachvollziehen kann, wie weit die instrumentalisiert wurden und durch Presse und bestimmte politische Kreise, durch finanzielle Unterstützung systematisch über Jahre gefördert wurden? Das heißt also, diese emotionale Lage, ist sie nur naturwüchsig oder gibt es doch Interessengruppen, die ein Interesse haben, dass die emotionale Lage so ist, weil sie glauben oder hoffen, das für ihre Interessen nutzen zu können. Und ich meine, wenn das der Fall ist, dann muss man natürlich überlegen, dass es nicht nur darum geht, wie man sich überlegt, wie man mit den Emotionen umgeht, sondern man muss sich dann auch überlegen, wie man politisch mit solchen Kreisen umgehen muss oder sollte. Zu der Frage würde mich mal interessieren, wie weit Sie da Erkenntnisse gewinnen konnten. Also generell würde ich antworten, dass jede Emotionalisierung der Politik natürlich auch eine Instrumentalisierung ist und sein kann. Also im Guten wie im Schlechten, wenn Sie Wahlkampf machen, müssen Sie die Leute auch auf verschiedenen Ebenen ansprechen. Natürlich wollen Sie die auch rational ansprechen, aber Sie wollen sie auch emotional ansprechen. Im Übrigen, die Neurowissenschaftler oder die Psychologen kommen zunehmend zu der Annahme, dass man das gar nicht trennen kann. Also dass man weder Emotionen noch Rationalität voneinander trennen kann. Selbst ihr rationalstes Argument, was sie vielleicht sich ausdenken könnten,
hat viel mit ihren Emotionen zu tun und andersherum. Also nichts, was wir tun, ist unemotional oder nur vernünftig oder so. Ja? Das glauben Sie auch alle im Alltag, ganz sicher nicht. Selbst wenn Sie in einem Beziehungsstreit gerade das tollste Argument Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner an den Kopf schmeißen, wissen Sie, dass Sie dahinter emotionale Interessen haben. Ja? Aber Ich will das nicht banalisieren. Natürlich gibt es Gruppen in der Gesellschaft, die, und da würde ich jetzt die Rechtspopulisten zum Beispiel dazu zählen, die versuchen, die gegenwärtige politische Lage zu dramatisieren und auch zu emotionalisieren und damit eben auch recht erfolgreich, wie es scheint, Zuspruch mobilisieren zu können. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber das ist natürlich jedem offen. Also auch wir können dagegen in gewisser Hinsicht emotionalisieren. Ich halte nicht so viel von so einem linken Populismus als so die radikalste Gegenvariante, weil sich das eben auch leerlaufen kann. Aber ich glaube, dass wir einfach auch sagen müssen, bereit sein müssen, unsere demokratische Grundordnung, wie das so schön heißt, auch zu verteidigen. Auch durchaus mit emotionalen Argumenten. Und wenn es jetzt um einzelne, wirklich klar identifizierbare Gruppen geht, da weiß ich jetzt nicht, also ich würde das als Teil des politischen Spiels sehen. Ich würde das sehen als Interessengruppen, die versuchen, durchaus auch legitim, die Bevölkerung auf ihre Seite zu kriegen, wie das so ist in der Demokratie. Und im Moment gelingt es ihnen leider. Und damit müssen wir umgehen. Bitte. Ich hätte noch einen anderen Vorschlag zu machen. Und das klingt jetzt sehr konservativ, aber das ist gutes Benehmen. Also, dass man eben nicht wie irgendwie so ein Kleinkind rumbrüllt, sich auf den Boden schmeißt und sagt, ich will, ich will, ich will, sondern dass das auch mal wieder allgemein geächtet wird, dass man Leute einfach beschimpft, weil einem gerade danach ist und dass man einfach wieder dazu kommt, zu sagen, sowas macht man einfach nicht. Und es gibt auch Dinge, die sagt man einfach nicht. Also dieses, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Nee, man darf eben nicht alles sagen. Es gehört sich einfach nicht. Das wünsche ich mir auch wieder ein bisschen zurück. Ich kann Ihren Impuls sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, dass man da auch immer mit quasi Kant kommen kann und sagen kann, naja, das, was du nicht willst, was man mit dir macht, mache doch bitte auch nicht mit mir. Also wenn du nicht möchtest, dass ich dich wüst beschimpfe, dann beschimpfe mich nicht wüst. Aber ich glaube, also im Alltag, das leuchtet mir total ein und ich glaube auch, dass man das in der Politik bis zu einem gewissen Grad auch darüber, dass wir auch darüber reden müssen, bestimmte Grenzen der Schicklichkeit oder Grenzen des Anstandes auch zu verteidigen. Ja? Rassistische Beschimpfungen gehen einfach nicht, Punkt, finde ich. Oder antisemitische. Und auch Publikumsbeschimpfung geht nicht. Ja? Also wenn wir jetzt ein anderes Beispiel nehmen. Nur das Problem, das dahinter steht, ist, glaube ich, dass die Leute sich natürlich in ihre Wut und in ihren Zorn und in ihre Affekte hineinbegeben. Und dass die Schimpfworte, die dann vielleicht irgendwann kommen, halt Teil dieser Radikalisierung sind. Und da komme ich so ein bisschen wieder zu den sozialen Medien, dass es nicht nur eine einzelne Radikalisierung ist, sondern einen Nachhall hat. Also ich bekomme neue Freunde, neue Facebook-Freunde, Möglichkeiten, mich zusammenzufinden, ja, also auch sich mich zu mobilisieren mit anderen. Insofern ist, und in diesen Kreisen ist dann der Anstand, den Sie einfordern, ja nicht mehr wichtig. Die Kreise gewinne ich ja dadurch, dass ich jemanden beschimpfe. Das heißt, wenn Sie jetzt richtig, wie ich finde und verständlich, von den Leuten Anstand fordern, dann zerstören Sie aber sozusagen die neuen Freundschaften, die da gefunden haben. Also das ist, glaube ich, ich finde das richtig, was Sie sagen, aber es ist ein ganz schön schwieriges Problem, weil viel mehr Menschen sich im Moment gerade über Wut und Hass und
ähnliche Gefühle vergemeinschaften können. Und sie, wenn man sie, ihnen das wegnimmt, haben sie keine Gemeinschaft mehr gerade. Also ich dramatisiere es ein bisschen, aber ich will nur auf das Problem hinweisen. Ich will nicht sagen, dass Anstand unwichtig ist. Das finde ich, weil ich glaube, auf der Linken haben wir auch zu oft solche Sekundärtugenden so ein bisschen unwichtig gehalten. Ich halte Höflichkeit und Anstand für sichtig. Also in die Kaiserzeit wollen wir nicht zurück. Nein, wir wollen schon die offene Gesellschaft sein, die eine große Bandbreite von Äußerungsmöglichkeiten hat. Natürlich. Und die, wie Sie ja schon mehrfach formulierten, die hört eben auf, wenn es um Rassismus geht, eben die Verächtlichungmachung, egal welcher Menschengruppen. Insofern hat man da eine ganz klare Grenze. Und das andere, eine gewisse Souveränität auf so eine Unanständigkeit muss man sich auch erarbeiten, um da zu bestehen dann in der Situation. So, jetzt waren wir ja schon sehr viel auch in diesem politischen Schlussteil drin. Was haben wir vergessen? Was könnten und wollen Sie zum 10. Kapitel jetzt nochmal ausholen? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Witz, Humor. Wenn Sie, wir haben ja jetzt sehr viel über, das finde ich auch völlig in Ordnung und auch naheliegend, Sie haben jetzt sehr viel über allgemeine Probleme der politischen Emotionen gesprochen. Ein Argument, was ich auch vorgestellt hatte des Buches, ist eben, dass es sich entzündet an diesen moralischen anderen, das heißt an Minderheiten. Und wir haben ja auch über Rassismus und Ähnliches gesprochen. Wenn Sie sich strukturell mit Phänomenen wie Antisemitismus beschäftigen oder mit Rassismus, dann haben Sie immer dieses Problem, dass jeder Aufklärer von Vorurteilen hat. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und Ihnen erklären möchte, warum schwarze Afrikaner nicht faul sind, dann habe ich, egal was ich jetzt sage, habe ich bei Ihnen im Kopf die Assoziation zwischen Schwarzafrikaner und faul geweckt. Ja? Und die haben Sie schon 100-mal gehört, aufgrund Ihrer Sozialisation, aufgrund der Stärke dieses Stereotyps in unserer Gesellschaft. Ich könnte das Gleiche über Juden machen. Das heißt, Sie hören das, was ich jetzt noch sage, an Kritik, an diesem Stereotyp. Und ich kann jetzt 50 Mal sagen, das stimmt nicht. Sie haben aber schon 300 Mal in Ihrer Sozialisation gehört, dass es stimmt. Also habe ich quasi mit meinem aufklärischen Benennen dieses Vorurteils Ihr Vorurteil bestätigt. Sie hören meine Kritik nur noch so halb. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist Standard in der Sozialpsychologie. Das ist ein ernstes sozialpsychologisches Problem. Damit können Sie Testreihen machen. Die Leute 2 Wochen später erinnern sich nur daran, dass Schwarze faul sind. Die erinnern sich nicht mehr daran, dass sie gesagt haben, das stimmt nicht. Ja? Also, grosso modo, nicht alle. Aber es kommt halt auf die Vorerziehung drauf an und auf die Kenntnisse und so. Aber ist schon ein Grundproblem. Und wenn Sie jetzt Aufklärungsarbeit machen, haben Sie das grundsätzliche Problem, wie Sie damit umgehen. Und da bin ich in dem Buch so ein bisschen auf Humor gekommen. Ich glaube, dass der Humor dieses Verhältnis instabil macht. Sie machen einen Witz, der muss natürlich, das ist heikel, ich verstehe das, aber Sie machen einen Witz, der dieses Verhältnis zwischen schwarz und faul versucht zu untergraben. Ja? Und das Lachen macht Sie, das ist eine gute Eigenschaft von Humor, im besten Falle darauf aufmerksam, dass Sie da etwas Komisches gedacht haben. Verstehen Sie, was ich meine? Also deswegen mag ich durchaus Komödianten, die in der Lage sind, mit Witz solche Stereotypen zu unterwandern. Aber ich sehe ein, dass das ein sehr rhetorisch avanciertes Verfahren ist und dass das nicht jeder kann und man muss auch dann reichlich lustig sein. Aber ich glaube, dass wir
als Gesellschaft mehr auch über diese Verhältnisse nachdenken müssen. Wie kommunizieren wir über Vorurteile? Wie versuchen wir nicht rassistisch gegen Rassismus vorzugehen? Nicht? Das ist, oder nicht antisemitisch gegen Antisemitismus. Und das ist, war noch, ist in dem Schlusskapitel so ein Teil, der mir wichtig ist, weil man sonst in der Abwehr von Vorurteilen sehr häufig eigentlich das Geschäft erledigt. Der Bestätigung und man rennt in die Falle der Rechtspopulisten. Ich glaube, da sollten wir uns vorschützen. Bitte. Ich habe noch eine Frage aus der Ferne. Ein bisschen boshaft. Es gibt keinen Witz, der das auflöst. Die neuere sozialpädagogische Sprache vom Abholen hat sozusagen eine tiefere dem Nationalsozialismus verbundene Sprachtradition, wann werden die abgeholt? Also diese Ambivalenz, das Bewusstsein der Ambivalenz, scheint mir in Schwinden begriffen zu sein. Und als harte, sozusagen empirische Forschung verweise ich darauf, Leon Teichmeyers zu die Reihe deutscher Zustände, in welchen er auf ca. 15% bis 20% der Allgemeinbevölkerung verweist, die bis zum Aufkommen der AfD sozusagen durch Wahlenthaltung weitestgehend dem politischen System abhanden gekommen sind. Nun haben wir mit der AfD eine Formation, die diesen, wie wir das Heidmann es nennt, wutgetränkten Apathikern eine Plattform verleiht. Und insofern der gesellschaftlichen Rationalität sozusagen ein breiteres Fundament gibt, ohne dass sie damit tatsächlich wirksam werden. Warum nun ausgerechnet mit Blick auf den Landtagswahlkampf die CSU der AfD sozusagen das Feld bereitet, führt zu der Frage, jetzt mal eine prognostische Frage, wird die CSU damit gewinnen oder bleibt sie damit unter 50%? Oh Gott, hinterher steht das jetzt alles im Netz und ich habe dann gesagt, das wäre so und so. Also ja. Ehrlich gesagt, ich aus historischer Erfahrung würde sagen, dass wenn man das Geschäft der Rechtspopulisten macht, die in der Regel ganz genau zwischen Kopie und Original unterscheiden können und in diesem Fall halte ich das auch, das ist ja, war schon der erste Fehler der CSU beim Bundestagswahlkampf und ich glaube, sie machen ihn im Moment selber, denn das Grundproblem ist ja, also es ist jetzt eine politische Frage, eine politische Antwort, das Grundproblem ist ja, sie sind in der Bundesregierung, sie stellen den Innenminister, also sie kommen aus diesem Problem nicht raus und man kann nicht so tun, als sei, das versteht der Wähler und die Wählerin, dass man keine Alternative sein kann, wenn man das Establishment ist. Und man kann auch nicht so tun. Dann, glaube ich, wählt derjenige, der die Alternative wählt eben doch das Original. Und ich glaube, da kommt man nicht raus. Was ihre Ambivalenzen und die Fähigkeit der Gesellschaft ist, diese zu ertragen, das ja, ist, glaube ich, ein Problem. Ob das schwindet, weiß ich nicht. Aber beim Humor ist es zumindest sehr wichtig. Ja, das war nochmal eine sehr schöne Abschlussfrage. Ich denke auch, der Wähler, insbesondere der einfache Wähler, wählt dann lieber das Original, weil er dem anderen bereits unterstellt, dass er sich als Schwächerer sieht. Und das kann einfach nicht aufgeben im politischen Verhalten, sondern es wird immer der gestärkt, der eben die Vision hat, was anderes zu machen. Und wenn dann andere sich da andocken wollen, obwohl sie jahrzehntelang eine ganz andere Politik machen wollten, dann kann das nur schiefgehen. Wir werden es sehen. Wir werden gemeinsam an diesem Wahlabend entweder sagen, wir hatten recht oder wir haben uns fundamental getäuscht bei dieser Wahl, bei anderen vielleicht nicht. Also, Ihnen tausend Dank, Herr Vielen Jensen. Dank. Ich werde gerne weiter zu Ihnen Kontakt halten, aus folgendem Grund, das hängt aber auch so ein bisschen mit Ihnen ab. Ich denke, dieses Thema
Zornpolitik in diesem umfassenden Sinne, aber auch das Thema, wie gehen wir mit dem wieder aufkeimenden, sich stärker artikulierenden Antisemitismus um, verlangt andere Formate, das kann man nicht nur einmal aufrufen. Und ich fände es schön, wenn es uns als PAIRA, ja gegründet, um Angebote zur politischen Bildungsarbeit zu unterbreiten, im nächsten Jahr vielleicht 2-3 Workshops umfänglicher anzubieten, damit sozusagen die Aufforderung, die Sie ja auch an uns alle hier leisteten, dadurch sichtbar wird, nämlich etwas zu tun, dass diese Gesellschaft nicht abgleitet. Ich hoffe, wir können vielleicht sogar einen Teil der Bundesregierung davon zu überzeugen, dass gerade solche Formate im Gegensatz zu Plakataktionen finanziert werden sollten. Aber wir werden sehen, ob das, was wir da dann einreichen, gewürdigt wird. Ich will Sie jetzt nicht rüberziehen, aber manchmal mache ich dann auch einen Deal, aber nicht den von Trump, sondern lassen Sie uns weiter darüber reden, ja, wie wir an der gerne. Stelle vielleicht das eine oder andere gemeinsam fortsetzen können. Mir ist es eine Herzensangelegenheit. Ich war sehr nah mit dabei, als dieses Zentrum für Antisemitismus Institut gegründet wurde an der TU Berlin. Ich konnte es wirklich mitbewegen, als ich damals Pressesprecher der TU Berlin war. Und insofern freue ich mich, dass ich jetzt wieder aufgrund der Zeitverhältnisse, aufgrund Ihrer Zusage einen Schritt zurück in die TU mache und wir daraus gemeinsam was machen, was für die Gesellschaft, glaube ich, dann doch wichtig wäre. So, vielen Dank. Tausend Dank. Vielen Dank.